Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade aufgestanden, mache mir jetzt ein Workout an. Gestern war ja Montag, das heißt Workout-Pause. Deswegen sehen wir uns jetzt mal wieder in gewohnter Position. Ich glaube, es ist einfach nur ein Cardio-Workout heute. Und ja, nach heute ist auch meine zweiten 4 Wochen sind dann rum. Dann, ich werde das aber nochmal machen. Aber ich finde es echt gut. Dieses Workout-Programm von Fitness Blender, was ich da mache. Ja, das werde ich jetzt erstmal machen. Und dann sehen wir uns wieder. Fatigue! So, ich habe mich jetzt fertig gemacht, geschminkt und angezogen und alles Mögliche und überlege, was ich jetzt für Videos drehen tue. Und ich habe übrigens gerade mal diesen Lippenstift ausprobiert von Maybelline, diesen, der so farblos ist. Den hier. Und er gibt auch nicht wirklich Farbe ab. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was auf den Lippen, ohne dass man wirklich was sieht. So einen schönen Glanz. Ich finde das eigentlich ganz geil so für den Alltag. Wenn man irgendwas auf die Lippen machen will, aber irgendwie auch nicht. What the fuck. Ja, doch. Gefällt mir ganz gut. Ja, und jetzt mal sehen. Hey. Was machst du da? Gucke nach Rezepten. Was für Rezepte? Was? Ja, zum Essen machen. Willst du Essen machen jetzt? Ja, genau. Nee, auf böse Pulled Pork Sachen. Hä? Hm? Verstehe ich nicht. Ja, weil ich noch Pulled Pork im Kühlschrank habe und ich gucken will, was man da machen kann mit am besten. Mhm. Was man damit am besten machen tun kann. Von Essen her. Von Essen, ja. Was ist das für eins Rezept? Findest du das witzig? Was? Alles. Nicht so? Weißt du, wie nah das ist? Ja, vermutlich hast du wieder total rangezoomt, weil du das super witzig findest. Ja. Das ist gut. Wollen wir uns Snapchat Q&A machen? Können wir. Ja, dann gib mir deinen Snapchat. Dann gib mir deinen Snapchat. Liegt da. Wo ist dein Snapchat? Da. Da. Du musst bitte das freischalten. Autorisiere es mit deinem Sekunde, Finger. Ich muss rauszoomen. Okay, hier. Aber du darfst das nicht filmen, sonst wissen die Leute, wie dein Fingerabdruck aussieht. Kannst du es jetzt auch dran halten, also, oder? Du musst das. Hat geklappt? Mhm. Funkfinger her. Hallo. Du musst das sagen, weil die kennen mich ja gar nicht. Du musst sagen, hallo, ich mache einen Snapchat Q&A. Ich vlogge aber gerade. Ich vlogge und mache einen Snapchat Q&A. Schickt mir eure Fragen. Auch an mich. Was? Was? Muss ich da noch was hinschreiben? Von Vloggigkeit her. Snapchat. Das ist Steffen beim Snappen. Was ist denn so verrückt? Wo ist denn das Q? Nee, wo ist das Umzeichen? Immer dieses Handy. Smartphone. Was wollte ich denn mal hochladen? Und da. Bam, 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 bam. Alfie Hardcore. Hör auf, mich zu filmen, wenn ich das nicht möchte. Ich filme dich doch gar nicht. Ja, doch. Möchtest du das nicht? Weiß ich gerade nicht. Nee, fühlst du dich nicht im Filmmodus? Mhm. Warum nicht? Weil ich meinen eigenen Kanal jetzt habe. Ist so. Aber ich lade erst ein Video hoch, wenn ich 10.000 Abonnenten habe. Geht das? Machen das? Darf man das? Ist das verboten oder wird man dann gehasst, gehatet? Weiß ich nicht, du wirst generell gehatet. Echt? Ja. Boah, ist das eklig. Er ist jetzt traurig, weil ich geschrieben habe, edit ihn bloß nicht. Ein Ohrgesicht. Ich frage aber gerade. Und was spielst du da? Ich spiele da The Walking Dead, der laufende Vater.
The Walking Dead spiele ich ein bisschen hin und wieder. Kennst du das nicht? Mm-mm. Da musst du so Zombies wegmachen. Ist das jetzt ein Let's Play? Mm-hmm. Auf Kopf. Auf Kopf. Vom Kopf her. Mach mal hier hin. Vom Let's Play her. Vom Let's Play her. Ja, das ist, soll ich jetzt irgendwas machen? Ja, spielen, dachte ich. Ja, aber wie? Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie. Kann nicht. Kann nicht. Ja, man muss so Sachen hier so machen, wie zum Beispiel so Vorräte sammeln. Ich glaube, das ist lame. Ich glaube, das ist mega lame. Wir schneiden das raus. Nein, wir machen einfach jetzt Ende. Achso. Okay, tschüss. Oh, ich wollte gerade noch. Okay. Ein. Guck mal, da bist du. Du machst nicht mehr. Das ist der Dwight. Der Dwight. Und das ist der Darül. Da muss man so. Oh, ist das spannend. Das ist wirklich, lass uns Let's Player werden. Okay. Ja, aber was geht ab? Wir spielen hier Minecraft 3D. Wir können Resident Evil spielen. Resident Evil. Okay, lass uns Resident Evil spielen. Okay. Hast du Bock? Ja, voll. Ich meine das tot ernst. Ich meine das auch voll ernst. Und filmen uns dabei, wie wir Resident Evil spielen. Können wir? Hey, yo, was geht ab? Willkommen bei unserem neuen Let's Play. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Ich wollte nicht, dass das Stativ einen Bandscheibenvorfall bekommt. Wir machen jetzt ein Let's Play und gleich machen wir noch ein Snapchat Q&A. Wir machen heute den YouTube-Videotag. Bäh. Das sind die Haare. Nee, hör auf, das ist voll eklig. Du hast Haare und Katzenhaare in den Haaren. Halt die Schnauze. Furcht vor der Nacht. Furcht vor der Nicht-Nacht. Warte, ich drehe das jetzt ganz professionell. Ohne. Boah, ist das schön fett. Wir wollen keine Story hören, oder? Select. Oh. Oh. Ich wollte es auch schon runter machen, aber bringt ja gar nichts. Eventuell müssen wir gleich Controller so tauschen. Warum? Weil ich will, dass du diejenige mit den Waffen bist. Warte. Ja, ist doch okay, so lass so. Wir filmen eh nur eine Minute, weil danach geht's weiter mit dem Snapchat Q&A. Spiegelt. Egal. Oh echt, ich hab nix Rolle. Ich mach mal kurz Pause. Du musst mich jetzt mal hier rausholen. Wohin wurde ich gebracht? Wo bist du denn? Unten. Also hier. Kann ich dich rufen? Ich kann aber nichts. Ich will dich aber nicht rauslassen da. Ich möchte aber raus. Hey, ich such erstmal, wo du bist. Ja, hier. Ja, hier ist gut. Ja, find me. Bist du irgendwo? Komm schon, bitte. Ich rufe, weißt du? Okay. Ja, bin ich. Da warst du nicht. Vorsicht! Bleib zurück! Be careful! Muss ich dir helfen, oder? Hm. Okay. Kannst du den mal töten? Ich kann gar nichts machen. Was war da was schon da? Steh doch jetzt mal auf! Blöde Kuh. Nee, komm. Oh Gott! Das kann ich nicht. Zeig doch bitte noch mal kurz, was du einfach nur präsentieren willst. Meh. Mach's mal. Warum steht da mehr drauf? Weil ich's kann. Meh. Mach doch hin. Boah, wie frisst hast du das geschraubt? Oh. Ich wollte nicht, dass es abfällt. Nein, ich will das nicht machen. Ich will nicht vor der Kamera singen. Nein, du sollst tanzen. I don't wanna sing. Du sollst das Lied zeigen. Mit Ausdruckstanz. Nein. Okay. So, ich gehe jetzt arbeiten. Und ich habe Hunger. Ich habe irgendwie nichts zum Mittag gegessen. Jetzt habe ich Hunger. Aber ja, Pech gehabt. Okay, ich bin jetzt wieder zu Hause. Die Katzen kriegen jetzt schon Essen, weil Styles darf nach 8 Uhr nichts mehr essen, weil er morgen früh nüchtern sein muss, weil er morgen früh kastriert wird. So, ich überlege, was ich jetzt esse, ob ich mir noch was zu essen bestelle oder ob ich mir irgendwas mache, ob ich noch kurz was einkaufen gehe. Ich habe keine Ahnung, wobei einkaufen wird schwierig, weil es nach 8 ist. Okay, es ist 2 vor 8, 2 Minuten hat es da jetzt noch Zeit zum Essen. Vielleicht gehe ich noch in den Kiosk. Ach Gott, ich habe keine Ahnung, oder ich bestelle mir was. Und ich habe gerade etwas getan. Etwas sehr Krasses, etwas sehr Veränderndes.
Ich werde aber noch nichts sagen, ihr werdet früh genug davon erfahren. Es ist auf jeden Fall sehr krass und sehr cool und ich freue mich drauf. Es ist sehr krass für mich. Und jetzt muss ich auf jeden Fall noch ein Video schneiden für morgen. Und es fertig machen, hochladen, bla bla bla. Und essen. Random. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was ich mache bezüglich Essen. Und dann schnibble ich mein Video. Ja. Videos geschnitten, ich habe mir Essen bestellt, das kommt gleich an. Und richtig lustig, der hat mich gerade angerufen. Meint so, ich komme 5 Minuten später, tut mir leid. Und ich so, geil, voll nett, dass er da so anruft. Ich habe auf jeden Fall noch ein Paket bekommen, was ich mit euch auspacken wollte. Munchpack heißt das und ich habe überhaupt keine Ahnung, was da drin ist, ehrlich gesagt. Die haben mir nämlich mal eine Mail geschrieben. Das ist schon voll lang her. Und, ach, keine Ahnung, irgendwie hat dann da was nicht gestimmt mit der Adresse oder so. Und deswegen habe ich das wieder vergessen. Auf jeden Fall kam das heute an und ich weiß nicht, was drin ist. Deswegen packen wir das einfach mal zusammen aus. Das habe ich auf jeden Fall so. Geh mal vom Tisch runter. Jetzt kommt mein Essen. Wir packen es gleich aus. Lol. Der Typ kommt so. Sagt so, sie sehen ja ganz anders aus. Ich so, sie haben mich doch gar nicht gesehen. Aber ihre Stimme klingt so, als ich dachte, sie wären eine Oma. What the fuck? Ich so, okay. Ja, sie sind total hübsch, aber ich dachte, sie wären eine Oma. Ich so, ja, höre ich mich an wie eine Oma? Schreibt das mal bitte in die Kommentare, ob ich klinge wie eine Oma. Ah, jetzt aber, jetzt können wir das auspacken. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Was ist das für ein Land? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Los Angeles. Geht es jetzt? Ich habe das doch gerade aufgeschnitten, oder bin ich dumm? Also ja, bin ich, aber hä? So, ich zeige euch jetzt erstmal das, weil wie gesagt, ich weiß selber nicht, was drin ist. Hier ist ein Kärtchen drin, Free Family Pack. Oh, das sind Snacks. Das ist cool. Gucken wir mal rein, was das ist. Wir haben einmal Chips, Sabritas, Potato Chips, Habanero Flavor. Das könnte ziemlich scharf sein. Okay. Ich weiß gar nicht, ob das hier irgendwas Specialiges ist oder so. Boah, ich habe gar keine Ahnung, ey. Dann haben wir das. Pikas, Coco. Ich würde jetzt mal auf so Kokoschips oder so wie es sich anfühlt, eher Kokoskekse tippen. Dann haben wir Cookies and Cream. Creamy Vanilla Filled Chocolate Biscuit Sticks. Das klingt ziemlich geil. Frit. Geil, die kenne ich. In Kirsche. Doch, die sind wieder geil. Ich glaube, das ist so irgendwie gemischt so von allen Ländern. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das sowas ist. Dann haben wir hier etwas, was ich überhaupt nicht lesen kann. Keine Ahnung. Candy. Ja. Toll. Okay. Amada. Schokolade. Sieht aus wie so, ja, sowas wie Amicelli oder so. Dann haben wir Frugelee Frutos mit 10% Pulpa de Frutas. Also irgendwelche Weingummis, denke ich mal. Dann Schokolade. Chocolate Covered Cookie Bar. Big Thunder. Okay, Keks mit Schokolade drumherum. Das hier. Mega Load. Geil. Das sind 3 Peanut Butter Cups mit irgendwas so oben drauf. Einmal mit einem Chocolate Chip Cookie, einmal Coated Chocolate Pieces und einmal Chocolate Sandwich Cookie. Wie geil ist das denn? Boah, ich glaube, das würde Laura mega feiern. Kriegt sie, wenn sie wiederkommt. Und dann haben wir hier sowas, irgendwie wieder asiatisch oder sowas. Keine Ahnung, da kann man irgendwas irgendwo rein dippen. Das sieht aus wie diese DIY-Candy-Dinger, die ich immer mache. Nur einfach zum
dippen. Steht hier drin bei More of Your Favorite Snacks from the Munchpack Snack Scanner App. Or visit us online. Okay. Ich zeig euch mal, wie die Seite heißt. Sie heißt. Hoppla. Sie heißt so: munchpack.com/shop. Ja, ziemlich interessant, würde ich sagen. Ich glaube, ich check mal kurz die Internetseite aus. Okay, ich glaube, das ist ziemlich cool. Also da stand gerade, dass das Snacks von der ganzen Welt sind. Und dann kann man sich hier halt so eine Größe aussuchen. Aussuchen, was man da rein haben will, man Getränke haben will und so. Das ist schon ganz nice. Also hier steht halt, ups, Snacks from around the world. Ziemlich cool. Ja, gefällt mir. Okay, Freunde, ich werde mich jetzt abschminken, werde ein paar Videos gucken und dann werde ich gleich schlafen gehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und hallo, Lady. Hallo. Guten Tag. Dann sehen wir uns morgen wieder. Okay. Ins Bett.